Oh, da bin ich wieder. Hua. Sie fängt an zu schießen. Nicht gut. Ja. Ich habe ja die Konsole jetzt neu gestartet, deswegen, Quatsch. Oh, ich wünschte, ich hätte mehr Muni, echt. Das ist so blöd. Für irgendwas, selbst wenn es nur die Pistole wäre. Aber nein. Aber nein. Komisch, er stolpert immer so und dann verliert er auch Blut oder so. Wo ist sie denn? Da ist sie. Nein, es fängt wieder an. Voll komisch. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist so kacke. Ich habe keine Heilungssachen. Ich habe keine Muni. Ich habe. Ich bin am Arsch. Ich überlege auch, was ich da für eine Taktik oder so mir überlegen könnte. Selbst wenn ich jetzt mehr Munition hätte, aber dann würde ich mich halt ständig heilen. Aber wie viel braucht man denn bitte? Wie viel braucht man denn bitte an Heilungssachen, damit man das hinkriegt? Das war knapp. Ich habe sie getroffen. Das war ganz gut. Okay, das war auch gut. Jetzt lauf. Lauf. Wie geht's ihm? Er ist immer noch orange. Also so könnte ich das vielleicht noch schaffen, aber mir geht die Muni aus. Nicht getroffen, aber ich. Aber ich. Ich hab getroffen. Scheiße, sie hat getroffen. Sterbe ich? Sterbe ich? Nein, ich lebe noch. Komm, steh auf. Steh auf, du Blöder. Bist gestolpert, witzig, ne? Habe ich noch Muni? Oder habe ich gar keine mehr? Einen Schuss habe ich noch. Oh Gott. Es ist so furchtbar. Es ist so scheiße. Aber es lief ganz gut. So, jetzt habe ich nichts mehr. Keine Ahnung, wie ich es überleben soll. Keine Ahnung. Würde ich jetzt die ganze Zeit so weiterlaufen können, würde ich sie auf jeden Fall kriegen, weil im Moment läuft's gut, aber ich kann nichts machen. Es ist einfach so furchtbar. Ich weiß nicht, wie ich diesen Kampf schaffen soll. Ich habe noch nie so eine Situation gehabt, ey, die so aussichtslos war. Ja, das war's mit ihm. Und ich wette, drei Schuss oder so und sie wäre bestimmt jetzt draufgegangen, keine Ahnung. Vielleicht kann ich irgendwie so vorgehen, dass ich am Anfang erstmal ein bisschen draufhau, bis er wirklich immer rot ist, dann rumlaufen und schießen. Vielleicht mal andersrum versuchen, weil die Schuss reichen ja nicht, ob so oder so. Und danach darf ich mich aber nach dem Draufhauen nicht mehr treffen lassen, weil ich dann keine Heilungsmittel mehr habe. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Einfach mal die Taktik ändern. So, wie geht's ihm? Er ist schon rot. Lauf mal. Da ist sie gewesen. Ich find's aber besser, wenn sie auf dem Pferd sitzt, dann kriege ich sie besser von vorne. Da ist sie. Komm mal her, Fräulein.
Und jetzt lauf. Ich glaube, jetzt geht's ihm richtig kacke, aber ja, ihm geht's kacke. Gut, ich verwende das jetzt mal. Und jetzt nehme ich mein Gewehr, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr draufgehauen wie vorher. Vielleicht hat es ja irgendwie geholfen. Jetzt darf ich mich nur nicht mehr treffen lassen. Habe ich sie überhaupt getroffen gehabt? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Sehr viele Schuss verbraucht. Für wenig, glaube ich, die ich sie getroffen habe. Es könnte besser laufen. Wenn jeder Schuss sitzen würde, könnte es besser laufen. Moment, du hast ja deine Waffe gar nicht ausgerüstet. Dass der Schuss von ihm immer weitergeht, ist so hohl bei der Musik hier. Ich weiß echt nicht, was mit meiner CD los ist. Scheiße. Manu, ich bin zuerst gestorben. Okay. Hi, Leute. Es geht weiter. Und ich habe jetzt die Kanalisation nochmal gespielt und sabbel diesen Text hier jetzt schon 100-mal durch, weil ich ständig hier sterbe und immer stressiger spiele irgendwie. Aber wir haben die Kanalisation hinter uns. Das heißt, wir haben jetzt, egal was kommt, immer mehr Munition als vorher. Und ich mache hier immer den Fehler, dass ich doppelt drauf habe. Und das sollte ich nicht, weil das schafft er nicht. Na, einen schaffst du noch, ne? Es ist einfach besser, wenn sie ein bisschen noch was einsteckt, bevor ich losziehe hier mit meiner Knarre. Auch wenn wir jetzt halt mehr Muni haben, bleibt es weiterhin mega schwer. Ja, wenn sie wie ein Zombie hier auf uns zuläuft, knall ich sie nicht an. Wenn sie auf dem Pferd sitzt und darunter kommt schon, dann schaffe ich nämlich den einen Schuss. Vorher schaffe ich den gar nicht. Und wenn er stolpert und dieses Gelache kommt, dann sitzt sie danach meistens auf dem Pferd. Sonst läuft sie hier die ganze Zeit so rum, was ein bisschen scheiße ist. Es nervt ein bisschen. Könnte mich natürlich auch mal umdrehen und andersrum laufen, aber ich wüsste nicht, was das bringen soll. Na endlich, jetzt geht's los, dass sie auf dem Pferd sitzt. Wurde auch mal Zeit. Vorher kann ich sie nämlich nicht anschießen. Das traue ich mich nicht. Er braucht zu lange, um sich zu drehen. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Auch wenn er es überlebt. Das möchte ich so eigentlich nicht. Jetzt haben wir nur noch zwei Tonikums. Steh auf, du Sack. Echt, es ist nervt so ab. Ja, mein soundkomisches Ding hier, ich muss immer ins Menü gehen, damit das wieder klappt mit dem Ton, das ist mir lieber. Das war jetzt gerade mal ein Schuss, wir haben wieder mal alle vor uns noch. Nein, das traue ich mich nicht. Da stand er nicht gut. Wenn sie so auf uns zurennt, ist auch nicht schlecht, aber dann steht sie schon und kann noch schneller ihre Pistole aufladen. Will ich auch nicht. Ja, super. Das macht Spaß. Ja, komm.
Ich habe auch keine Lust, den Text jetzt nochmal zu sammeln mit der Kanalisation und bla bla bla. Deswegen mache ich jetzt einfach nochmal Continue und ihr müsst es weiter ertragen, genauso wie ich. Es ist halt einfach kacke schwer. Warum, weiß ich nicht. Ja, es gibt so Leute, die schaffen das in 3 Minuten. Es gibt Leute wie mich, die versuchen es seit 40 Minuten. Ich weiß nicht, ob das hier eigentlich was bringt. So, lauf mal weiter jetzt. Aber ich meine, sie blutet ja. Also es müsste ja eigentlich ein bisschen Schaden genommen haben. Ich hoffe es. Und ich versuche mich jetzt nicht nochmal treffen zu lassen. Von der Pistole. Wie immer eigentlich versuche ich es. Aber es passiert halt doch immer wieder. So, jetzt muss das Karussell wieder stocken. Und damit er stolpert, damit sie auf dem Pferd sitzt. Na endlich. Sitzt sie wieder links oder rechts oder wo? Rechts. Das hat nicht geklappt. Es war ein Schuss weg. Schade. Das Geballer macht mich nervös. Ich möchte die Ruhe der Pferde genießen auf diesem wunderschönen Karussell. Das war gut. Das war unser erster Schuss. Mal wieder für die 50.000. Runde hier. Ja, das nervt so mit diesem Geballer immer. Echt, was soll das? Selbst als ich die Konsole erneut gestartet habe, war das noch da. Ganz komisch. Weiß ich auch nicht. Genauso wie das Brummen halt bei dem Wurm. Das war Schuss Nummer 2. Ja. Komm schon. Bitte. Schuss Nummer 3. Das war Schuss Nummer 3. Schon mal gut. Weiter so. So muss das jetzt die ganze Zeit weitergehen. Oh. Sibyl. Na endlich. Sitz wieder auf deinem Gaul und komm runter. Das war Schuss Nummer 4. Finde ich gut. Es muss klappen. Es muss jetzt noch so weitergehen. So, sehr schön. Das hat wieder gestockt. Das heißt, sie sitzt wieder auf dem Pferdchen. Das war Schuss Nummer 5. Schuss Nummer 5, okay. Karussell stockt. Sehr schön. Das war knapp, aber es war Schuss Nummer 6. Und er hat gesessen. Könnte eine gute Runde werden. Ich verfluche alles hier, wenn das jetzt nicht klappt. Schuss Nummer 6. Wir sind gut dabei. Karussell muss aber stocken, bitte. Sie hat ihre Pistole wieder geladen. Wow. Hallo. Na endlich.
Nein, 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 nein. Oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. Sie hat ihre Knarre nicht mehr. Wo bist du? Wenn das hier weiterhin so schießt, kriege ich einen Rappel. Kannst du mal deine Waffe wieder nehmen? Ich glaube, wir sind gut dabei. Wo bist du denn, Olle? Sie hat ihre Waffe nicht mehr. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Nein. Nein, nein, nein. Tu mir bitte nichts. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Komm. Lass es sein. Oh Gott, wie geht's mir? Oh, scheiße. Aber das schaffe ich. Komm. Lass mal los hier, Olle. Ey. Na, ich drück hier schon alles. Wie viel steckt dir denn ein? Ey, wie viel steckt die ein? Scheiße. Boah, ey, das geht gar nicht. Ich habe schon wieder keine Muni. Wie viel steckt die ein? Mädel, und ich sehe nichts, echt. Ich sehe nicht mal was. Komm her. Stirb endlich. Na endlich. Was zum Teufel? Wie konnte so etwas geschehen? I figured you'd show. Hold it right there. I don't know who you are or what you're trying to do, and I don't care. Just one thing. Let Cheryl go. That's all I ask. What? Give me back my daughter. We meet at last, Alessa. Dahlia Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? I was careless.
thinking you couldn't escape from our spell. But Mommy didn't know how much you'd grown. That's why I couldn't catch you all by myself. But what a pity, yes? Now you're half indebted to this man for his help. Hey, what are you talking about? Listen, my dear little girl. There is one thing left I need you to do for me. No! Get away from me! Bad girl. Lisa, what happened? Where's Alessa and Dahlia? Harry, listen. Something you said before has been bothering me. I just can't get it out of my head. What is it, Lisa? So I went to look in the basement, even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. Nothing really unusual down there. But while I was down there, I got this weird feeling. Like I'd been there before. Like something happened there. But I can't quite remember somehow. What was it? Harry, help me. I'm so scared. I can't take this. It's only a temporary thing. In shock from when you were knocked out. Don't fret about it. You'll remember after a while. No. You don't understand. Wait! Where do you think you're going? Verdammt, was ist das? Diese Geräusche. Von dort unten. Sie kommen aus dem Keller. Er hier voll gleich in Angriffsstellung. Leute, wir haben es geschafft, mal so nebenbei. Den mega schweren Kampf. Ja. Und wir können speichern. Und ich würde sagen, da ich jetzt sehr lange gekämpft habe und ich gar nicht weiß, wie ich das am Ende zusammenschneide, weil ich werde definitiv in diesem Part, den ihr jetzt seht, was herausgeschnitten haben, weil ich so oft gestorben bin, dass das den Rahmen der Zeit sprengt, des Parts. Ja, ich denke, ich kann hier überspeichern. Bin sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben. Und wir sind jetzt wieder bei Lisa und wir sind, nehme ich mal an, wieder im Krankenhaus. Haben wir denn hier die Karte noch? Nein, haben wir nicht. Komischerweise, weil eigentlich hatte er die Krankenhauskarte ja auch mal. Und dann schauen wir uns hier um und folgen Lisa. Oder sie meinte ja was im Keller. Vielleicht müssen wir also nochmal in den Keller. Und dann gucken wir mal und nähern uns, glaube ich, langsam dem Ende von Silent Hill. So langsam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu furchtbar mit dem Kampf zu sehen. Ja, ist halt nicht so einfach. Auch wenn man weiß, was man zu tun hat, halt immer einen Schuss und weiterlaufen, ist es halt trotzdem blöd, wenn man getroffen wird oder keine Ahnung. Wie ich halt keine Munition am Anfang hatte. Aber was soll's. Jetzt stehen wir übrigens wieder ohne alles da, nehme ich mal an. Denn wir haben ja gar nichts mehr. Wir haben null Muni, wir haben am Ende alles verballert. Und ich muss sagen, Sybil hat richtig viel eingesteckt und auf der anderen Seite bin ich trotzdem auch traurig, weil ich mag Sybil gerne und finde es schade, dass sie halt in diesem Falle gestorben ist. Und ja, ich erwähne nochmal auch, dass man sie hätte retten können. Das darf ich, glaube ich, an dieser Stelle jetzt mal sagen. Ich sprach ja davon, dass es verschiedene Enden gibt.
Und da wir sie jetzt getötet haben, ist es halt deswegen nicht das richtig gute Ende. Das richtig gute Ende wäre, wenn man Sybil halt rettet. Und man kann sie retten, indem man eine rote Flüssigkeit wie die wir bei Dr. Kaufmann im Moped gefunden hatten, so eine rote Flüssigkeit hätten wir auch einsammeln können, und zwar dieser rote Fleck im Krankenhaus, wo wir hier waren, mit einer leeren Flasche. Und wenn man das dann im Kampf, wenn sie halt geschwächt ist und keine Pistole mehr hat, so über sie schüttet, dann ist sie quasi geheilt, und das wäre dann das richtig gute Ende. Das wollte ich eigentlich machen, hab's aber nicht geschafft, weil ich die Flüssigkeit halt nicht bei mir hatte. Das hat mich halt voll geärgert, konnte ich aber in den letzten beiden Parts ja nicht erwähnen. Das wäre ja Spoiler gewesen. Jetzt wisst ihr es aber. Und ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Ihr wisst ja, wie gesagt, jetzt, wie das gute Ende aussehen könnte. Unter anderem. Noch mehr dazu sage ich erstmal nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.